Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Nachdem die letzte Folge ja sehr kurz war und ich am Abend es wieder nicht geschafft habe aufzunehmen, muss ich jetzt also wieder am Tag aufnehmen. Aber trotzdem werden wir uns heute mal ein bisschen Zeit nehmen. Wir haben ja auch ein bisschen Ruhe zum Glück auf dem Server. Ja, eine schöne Zeit auf jeden Fall ausgesucht. Musik ist immer noch die alte. Die alte. So, und der Dennis und ich, wir waren hier gestern noch ein bisschen auf dem Server und haben überlegt, wie man das hier machen kann. Der nächsten Etage, die wir hier machen wollen. Also ist er auf die Idee gekommen, das hier wegzuschlagen, was ich gestern schon mal ein bisschen angefangen habe. Und ich bin immer noch im Creative. Entschuldigung dafür. Ja, das hier einfach wegzumachen, das einfach als normale, ja, Weiterführung zu machen. Also quasi, dass wir hier den Raum nochmal, halt... Also was heißt nochmal erweitern? Eigentlich überhaupt erweitern. Hier, also hier, ne, wie ist denn, normale Ecke machen. Dass wir so diese kleine Pissecke einfach rausnehmen. Und das werden wir mal ganz schnell tun. Und ja, dann müssen wir mal überlegen, wie wir das oben dann machen werden. Ich glaube, die Senkrechtpfeiler hier werde ich einfach lassen. Und die Querbalken könnten wir hier eigentlich auch verbinden. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich würde das gern ganz einfach so hier verbinden. Dann haben wir die Querbalken trotzdem noch, aber machen hier trotzdem eine kleine Außenfläche hin, ja. Und dazu muss das hier auf jeden Fall auch noch weg. Und dann überlege ich natürlich, das Weiße hier drunter auch noch wegzumachen. Das hellere Holz, aber da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Ich würde auf jeden Fall das hier gerne verbinden, dass das dann, ja, quasi eine normale Weiterführung ist für den Raum. Und jetzt brauchen wir wieder die hier. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, das Gestalten. Machen wir das einfach so? Weil eigentlich ist es ja sonst immer eins höher. Aber wir könnten es auch so machen. Könnten das auch so machen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Dann ist das mal nicht genau genormt. Nicht ne, so wie immer. Sondern einfach mal ein bisschen anders. Und jetzt können wir auch in Ruhe schlafen gehen. Wer hat denn hier die Tür aufgelassen? Es wird geklingelt, habe ich gesagt. Nicht einfach so reingehen, ey. Frechheit. So, das nehmen wir uns mal mit. Hier ist noch unser Mülleimer. Wunderbar. Der funktioniert auch. Und wir haben ihn noch super so gar nicht gebraucht. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das, ja, werden wir auch noch verschmerzen, würde ich sagen. Dann werden wir, glaube ich, nochmal brauchen. So, guck mal. Jetzt lassen wir uns mal hier runterfallen und bauen hier mal noch so eine Stütze ran. Die könnte dann bis nach oben auf jeden Fall durchgehen. Ist die Frage, sind wir auf der Höhe? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Natürlich nicht. Einer zu wenig. Nein, einer zu wenig. Jetzt komme ich da oben auch nicht mehr ran, ey. So ein Scheiß. Hör. So, jetzt haben wir es. Und jetzt kommen gleich wieder Monster hin. Jetzt müssen wir gleich wieder aufpassen. Und dann haben wir hier einfach nochmal so eine kleine Ecke. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir den Balken hier oben auch weg. Und das wird so eine Glasecke. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Ecke und die Musik ist sehr leise. Mal zu laut, mal zu leise. Es ist ja immer noch keine andere Musik, leider, weil ich das einfach noch nicht geschafft habe und ich mache jetzt erstmal bloß drei Reihen. Vielleicht bräuchten wir da oben auch noch, aber das können wir dann auch noch machen. Wir machen das erstmal jetzt hier einigermaßen normal, jawohl. So, dann kriegen wir hier eine, oh, hier habe ich was vergessen. So, dann kriegen wir hier eine Glasecke hin. Und hier oben könnten wir eigentlich nochmal Querbalken machen. Dass das so eine Art Abschluss ist. Aber wir gehen erstmal ganz schnell schlafen. In der Hoffnung, dass nicht so viele Monster spawnen. Ja, Tosni ist cool. Der Meinung bin ich auch. So, und jetzt gehen wir mal ganz schnell hier schlafen, damit wieder ein wunderschöner Tag wird. Und um die Tiere müssen wir uns unbedingt noch kümmern, weil die brechen ständig aus. Die tatzen hier schon wieder auf der Brücke, das... kann ich so nicht unterstützen. So, jetzt können wir uns das mal bei Tag angucken. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir könnten auch, ich habe schon wieder einen Plan im Kopf, wir könnten das mal zumachen. Und dann habe ich da gleich noch eine andere Idee mit dem Balken. Da ist das jetzt ja einfach erstmal so ein Raum. Wir könnten ja hier hinter auch noch irgendwas machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ein kleines Lagerfeuer oder so, dass uns das ganze Haus abfackelt. Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie wir das hier oben mit dem Dach machen. Das, aua,
erstmal runterfallen, das ist immer sehr gut. So, ja, das ist jetzt natürlich die Frage, wie wir das hier machen. Ich habe leider keine Ahnung, weil mit den Treppen ist das äußerst schwer. Hier seht ihr schon, habe ich hier schon so ein bisschen mal getestet, dass wir wenigstens eine Zweiertreppe hinkriegen. Aber die hier muss auf jeden Fall weg. Und die auch. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das hier gestalten. Ich habe leider noch gar keine Ahnung. Das müsste ja auch weg. Vielleicht machen wir hier allgemein bloß Holz hin? Ich weiß nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn wir hier einfach bloß normales Holz hin machen. So, die Sache ist, dass wir kein normales Holz mehr haben. Wir machen uns mal ganz schnell ein bisschen was. Müsste erreichen. So. Guck mal, jetzt haben wir hier normales Holz drauf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das nach außen hin aussehen lassen dann. Weil das soll ja bloß so ein kleiner Aufgang sein. Den ich jetzt nicht allzu auffällig machen wollte. Also das hier muss auf jeden Fall weg, das ist ganz klar. So. Das muss auch weg und das muss auch weg. Jetzt natürlich die Sache, wie man das hier am besten macht. Hör mal, haben wir noch ein paar Treppchen bei? Ja, wir haben 17 Treppchen, damit können wir erstmal ein bisschen was anfangen. Wie wäre es denn, wenn wir das trotzdem weiter rumziehen? Hier zumindest am Eingang, am Aufgang. Wenn ich das überhaupt noch haben will. Auf jeden Fall können wir hier schon mal keine hinsetzen, weil wir unten stehen. Ach, ich liebe das einfach. Ich liebe das einfach. Das funktioniert immer so richtig gut. So, machen wir das mal hier alles unten ran. Ich baue das jetzt einfach erstmal. Im Nachhinein können wir es ja auch nochmal abändern. So, hier Ecke, wunderbar. Und jetzt gehen wir hier nochmal... Toll. Ach, immer diese Treppen, da versagt Shift immer. Das ist super. Wir könnten auch... Oh, als ich jetzt gerade die Treppe hier so gesehen habe, wir könnten das ja auch so ranbauen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, wenn wir es einfach andersrum ranbauen. Das wäre auch noch eine Idee. Dass man das einfach andersrum ranbaut, zumindest dann oben, wenn es dann hoch wird. Ja, dass man das einfach wirklich einfach andersrum ransetzt. Ah, ich weiß es noch nicht. Wenn wir dann mal sehen. Alter, jetzt hat er die da drunter gesetzt. Ist das dein Ernst? Und ich komme da nicht ran. Nein! Los, Treppchen. Ich brauche euch. Ey, willst du mich verarschen? Alter, wie hoch ist es denn hier? Frechheit. So, jetzt habe ich viel zu viele Treppen gesetzt. Aber ist mir jetzt auch egal. Die eine haben wir jetzt abgeholzt. Abgesäbelt. Und jetzt können wir wieder beruhigt uns das von unten angucken. Und ich finde, das sieht... Sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Man kann das, glaube ich, so machen. Hier haben wir dann unseren schönen Eingang. Ich glaube, das kann man so machen. Und hier natürlich unsere improvisierte Natur-Making-Sache, die wir mal noch ein bisschen ausbauen müssen, auf jeden Fall. Dass das wirklich halbwegs mal... Ach, hier ist der Schalter dran. Okay. Dass das halbwegs normal aussieht. Ups, da ist mir das... haben wir leider aus Versehen das Schaf gekillt. Sehr, sehr schade. Ich traue um das Schaf. So. Jetzt können wir eigentlich mal gucken, wie das in der oberen Etage aussieht. Und Musik wäre auch ganz schön, wenn die wieder laufen würde. So, hier müssen wir mal noch die Treppe schöner machen. So. 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 Und... So, dann sieht die Treppe doch gleich nochmal ein bisschen schöner aus. So, und dann können wir mal gucken, wie wir das hier oben gestalten wollen. Vielleicht ziehen wir auch die Glaswand hier gleich weiter. Wie würde denn das aussehen, wenn wir die Glaswand bis nach oben ziehen würden? Müsste der Balken natürlich auch mitkommen. Wenn wir die halt wirklich hier, wie in so einem Treppenhaus, einfach nach oben ballern. Dass du hier auch immer noch mal rausgucken kannst. Beziehungsweise weiß ich gar nicht mehr, ob man dann überhaupt noch so weit rausgucken kann, weil das wird ja ein Treppenhaus, das wird ja eine größere Etage oben werden als unten. Es ist ja natürlich, hast du schön Ziegelchen auf dem Boden, weil das ja das Dach ist, sozusagen. Theoretisch müssten wir die alle nochmal austauschen, aber das will ich nicht machen, weil dafür haben wir zu lange gebraucht,
um die alle zu farmen. Das will ich auf keinen Fall machen. So, also der Pfeiler, der muss auch noch nach oben. Definitiv. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und hier ist, glaube ich, auch noch ein Pfeiler, wa? Ich würde eigentlich ganz gern so alle Pfeiler mit nach oben nehmen. Zumindest so die Hauptpfeiler. Auch die hier an der Seite. Die würde ich eigentlich ganz gern... Oh Gott, das wird ein Spaß, Freunde. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Zum Beispiel auch der hier. Der muss auch mit nach oben genommen werden. Den können wir gleich mal machen. Das ist so noch das Einfachste. Und da können wir dann auch eine Dings dran planten. Also das ist gar kein Problem. Ich glaube, dann brauchen wir doch noch... wieso habe ich mir denn jetzt Lehm hier rausgeholt? So. Jetzt müssen wir hier natürlich noch die eine Leiter ran machen. Haben wir die jetzt wenigstens aufgesammelt? Ja. Haben wir. Dann können wir die hier... Hä? Was? Hä? Was soll das? Wo sind die Leiter jetzt hin? What the fuck? Oh, hallo, Leiter! Leiter? Hä? Verarschen jetzt oder was? Wo ist denn die Leiter hin? Das finde ich ja jetzt frech. Hä? Aber jetzt sag mir nicht das wegen der Falltür. Das hat doch vorher funktioniert. Warte mal. Das kann so nicht sein. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Komm her. So. Nee, Ramla, gerade kein FIFA, aber sehr nett, dass du fragst. Machen wir gleich. So, Leiter ran. Und jetzt müssten wir doch theoretisch wieder die Falltür hier platzieren können. Klamotte, Mensch, guten Tag. Das müsste... Stimmt, genau, ich weiß, wer das ist. So, schreiben wir erstmal, zurück, ne? Schöne Grüße an dich, ne? Du weißt ja selber, wer du bist. Also, weißt du Bescheid. So, jetzt klappt das hier wieder. Wunderbar. Wäre ja auch frech gewesen, wenn das jetzt auf einmal nicht mehr geht. Runde aufnehmen. So. Damit der auch Bescheid weiß. Dann kann er ja vielleicht gleich Tobi Bescheid sagen. Das wäre natürlich sehr gut. So, okay, jetzt haben wir den Pfeiler schon mal nach oben gezogen. Jetzt ist die Frage, müssten den auch noch mit nach oben ziehen? Alter, das sind einfach zu viele Pfeiler. Komm, machen wir erstmal den hier. Warte mal, der ist... Wo ist denn der? Das müssten zwei Blöcke sein, ne? Zwei Blöcke, also diese beiden. Eins, zwei. Und dann müsste hier der Pfeiler sein. Theopraktisch gesehen. Jawohl! Dann können wir den nämlich auch gleich noch mit nach oben ziehen. Sehr schön. Ich will auch nicht zu viele Pfeiler nach oben ziehen, aber wenigstens so die Hauptstützen, die sollten es dann schon sein, so wie der hier. Eigentlich überall. Hatten wir die nach unten gezogen? Ich weiß es gar nicht. Hier ist auf jeden Fall einer. Jetzt weiß ich aber nicht, welcher das für oben ist. Warte mal. Müsste der hier sein eigentlich. Wir können ja mal ganz kurz einen Blick riskieren. Ach ja, gut, okay, so hatten wir das gelöst, stimmt. Da hatten wir dann bloß, Alter, keine Treppe. Das ist doch auffällig. Sieht doch jeder, dass wir gefuscht haben. Und Tosni Bauunternehmen fuscht nicht. Nee, 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 nee. So, bauen wir uns mal schnell nach oben. Da wissen wir nämlich gleich, welcher das ist hier. So, die anderen können wir wieder hinsetzen. Warte mal, müsste er hier sein und da sein, na, ja, ja. So, sehr schön. Dann haben wir den nämlich auch gleich, den können wir den gleich von oben weiternehmen. So, einmal alles mitgenommen, oh Gott. Es würde Nacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht Warzenschwein. Dann haben wir den Pfeiler auch mitgenommen. Und dann... Ja, weiß ich nicht. Sollten wir die anderen wirklich alle mitnehmen? Bin mir da echt unsicher. Theoretisch müsste ja hier noch einer sein. Jawohl. Aber jetzt bin ich mir wirklich echt nicht sicher, ob wir die echt alle mitnehmen sollten. So, und dann müsste theoretisch hier der nächste sein. Ha, Mensch, ich kenne ja mein Haus wie sonst was. Oh, ja, das war natürlich sehr schlau. Das ist natürlich super auffällig markiert auf jeden Fall. So, und dann haben wir hier schon den nächsten markiert, genau.
Und dann müsste der nächste, warte mal, 1, 2.